So, yo, ich fange gerne mein Let's Play immer mit dem Wort so an, weil einfach ist cool und so. Nein, ich muss mir echt was Neues einfallen lassen. Aber wir sind jetzt im Einheitstunnel und werden unser Knofenser schön austoben lassen. Ich habe nicht erwartet, hier auf jemanden zu treffen. Geh mal ein paar Schritte weiter, da ist noch ein anderer Idiot. Oh, also wirklich, ein Wanderer. Hohl wie sein Pokémon. Sag ich ja. Wie ein Backstein halt. Also, Knofenser, Ranghieb, los! Nein! Nein, 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 nicht Klammergriff. Och nö. Gobt ihr mir mit so einem Schrott? Was soll denn das? Egal. Das sind nur Erfahrungspunkte. Das ist genau meinem Knofenser gerecht. Also, Wanderer Karel wurde besiegt. Ist das Karel Gott? Cool. Du bist auf dem Weg nach Azalea City. Lass meine Pokémon entscheiden, ob du eines Kampfes würdig bist. Jo, wenn das genauso schnell geht wie bei dem einen gerade, alles One-Hit liegt, dann, ja, dann verlass lieber diesen Tunnel. Dann gehört der nur noch mir. Genau, mache ich eine kleine Top 4 auf. Stelle ich mich im Halbkreis auf. Jetzt sind wir 4 Leute von 8. Oder so ähnlich. Ich laber einfach nur Müll. Egal. Aber die bringen richtig satte Erfahrungspunkte. Das ist richtig cool. Das passt schon. Also, Ranghieb. Jo, wieder Wanted. Und 109 Erfahrungspunkte. Nach dem Pokémon sind wir dann Level 15 mit unserem Knofenser. Das ist sehr schön. Das freut mich. Das ist echt cool. Mal was anderes. Weil ich glaube, dann sollte sich so langsam. Also, dann sollten wir uns so langsam dem Entwicklungslevel von Knofenser. Ah, Schlafpuder, perfekt. Nähern. Und Schlafpuder ist genau das, warum ich auch Knofenser später haben will. Damit können wir einfach die Pokémon viel einfacher fangen. Hi du. Superschall verwirrt mein Pokémon noch immer. Das ärgert mich wirklich sehr. Ich dachte schon, der wollte gar nicht mehr kämpfen. Egal. Ein Feuerspucker. Er hat ein... Oh nein, ein Smog. Gift. Ein Pokémon vom Typ Gift. Ich glaube, da kann Knofenser nicht allzu viel mit dem Ranghieb machen. Gucken wir einfach mal. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Aber trotzdem One-Hit. Weil es ein Volltreffer war. Cool. Oh, die Erfahrungspunkte, die man hier kriegt, das ist echt krass. Aber ich habe eine Idee. Wir ärgern jetzt einfach mal. Oh, warum denn nicht? Das ist doch traumhaft. Schlafpuder. Oh nein, ist da keine Wirkung. Oh nein, 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 nein. Gott, bin ich verpeilt. Ich bin doch echt verpeilt. Egal, setz du mal nur Tackle ein, falls du nichts anderes hast. Armes Smoggon. Also, her mit deinen Erfahrungspunkten. Knofenser braucht sie. Feuerspucker weit wurde besiegt. Ich bin durch. Ja, durch und durch, durchgeknallt. Haha. Ey, Superbälle. Das ist cool. Schon der dritte, glaube ich. Und jetzt kommt, glaube ich, ein Zubat. Bitte kein Zubat, bitte kein Zubat. Ein Radfratz. Radfratz ist genauso unnötig wie ein Zubat. Aber ich habe ja versprochen, ich werde kein Pokémon fliehen. Ich werde gegen alles kämpfen. Gegen jeden Trainer, gegen jedes wilde Pokémon. Ich werde nicht fliehen. Never. Ever. Niemals. Nein. Ich wollte auch das Item haben. Mist. Oh, cool. Ui, ein Felino. Tschüss, Felino. Was ist hier mit dir? Sind wir Level 16? Ich frage mich gerade, wann Knofenser sich eigentlich entwickelt. Na. Selena findet Trank. Mist. Also so langsam nervt es mit den Pokémon. Die ganze Zeit kommen gar keine und jetzt kommen ganz viele. Das ist doch echt nervtötend. Egal. Ranghieb. Oh, Wanted. Level 16. Juhu! Hey, wir erreichen Level 16.
Und wir entwickeln uns immer noch nicht, beziehungsweise unsere Knuffenser. Ich weiß gar nicht gerade, rechts rum, links rum, runter? Keine Ahnung. Und so langsam wird es problematisch, weil wir haben nichts mehr, womit unser Knuffenser kämpfen könnte, außer Wickel. Wow. Okay. Also, nichts außer Wickel ist gut. Oh, das kann Aquaknarre. Hey, halt. Nein. Halt! Nicht! Puh, Beutel. Superball, los! Wenn wir schon so viele haben, dann jetzt aber. Komm! Bleib drin! Ich brauch dich hier drin! Toll, Felino wurde gefangen! Ey, super! Für Felino wurde ein Eintrag im Pokédex gemacht. Oh nein, ich möchte Felino keinen Spitznamen geben, aber ich glaube, aufgrund der AP von unserem, ja. Ja. Heilpuder. Schutz! Ja, das ist es doch. Selena setzt Schutz ein, aber wir müssen jetzt trotzdem auf René umwechseln, weil Knuffenser einfach keine AP mehr für irgendwelche Attacken übrig hat. Also, los geht's. Um Pokémon zu finden, wandere ich durch das Land. Suchst du auch nach Pokémon? Dann bist du mein Rivale. Ich habe aber schon einen. Und er hat ein besseres Pokémon als du. Glaube ich. Ich hoffe, er kann damit umgehen. Ein Pokémaniac, Satoru. Oh, das erinnert mich jetzt irgendwie ein bisschen an Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX. Also, Tackle. Was anderes können wir aber nicht machen. Ich glaube, Flegmon, wenn ich da jetzt Blut einsetze, lacht uns aus. Wir versuchen einfach mal Lebensschelle. Ja. Gas jetzt mal Blut ein. Komm. Los. Aber das zieht mehr als Tackle ab. Dann passt das ja. Dachte ich schon. Nicht sehr effektiv, aber Hauptsache mehr als Tackle abziehen. Jo, Flegmon wurde besiegt, sehr schön. Pokémon gegen Satoru wurde besiegt. Uff, mein armes Pokémon. Jo, uff, dein armes, ja, was auch immer. Ein Item. Selena findet TM39, ich hoffe, das ist was für Knuffenser. Was ist TM39? Los. Sternschauer. Ein Pokémon beibringen, ja. Komm schon. Egal, aber wir bringen es ihm trotzdem bei. Ein Sternschauer ist keine schlechte Attacke. Können wir als Ersatz von Tackle nehmen? Nee, als Ersatz von Rauchwolke? Ja, Rauchwolke. Lebensschelle verringert ja auch die Genauigkeit, dann brauchen wir Rauchwolke nicht mehr. Von daher passt das. Also, weiter geht's. Noch irgendwo was? Ja, da. X-Abwehr. Jo. Ich hoffe, mein Schutz hält noch eine Weile. So schnell möchte ich eigentlich nicht wieder gegen Pokémon antreten wollen. Wäre schon ziemlich doof. Gegen Trainer müssen wir aber trotzdem antreten. Bist du stark genug? Jagen dir Pokémon keine Angst ein. Cool. Ich bin stark. Ich habe keine Angst vor Pokémon. Glaube ich. Ein Feuerspucker. Warum sehen Feuerspucker eigentlich genauso aus wie Wanderer? Ach, egal. Oh, wie schön. Ein Vulpix. Egal, setz dich trotzdem Lebensschelle ein. Das ist schon cool. Lebensschelle. Eine Bodenattacke, sehr schön. Oh, das ist doch einfach traumhaft, oder? Mal gucken, wie das aussieht, wenn wir ja, wo gehen wir lang? Gehen wir erstmal hier lang. Ja, genau, richtig geraten. Selena findet Aufwecker. Cool. Also, dann mal weiter geht's. War's das schon mit dem Einheitstunnel? Das war's hier schon.
Gute 33. Hechel, Kolch. Endlich habe ich es durch diese Höhle geschafft. Sie war größer als ich annahm. Ich war zu erschöpft, um alles zu erkunden. Also habe ich sie verlassen. Cool. Gegen Giftbäre. Jo. Also wir gucken gerade mal unsere Pokémon an. Wir haben jetzt Knuffenzel 16 und ein Iglover auf Level 17 und ein Filino auf Level 5. Das Filino werden wir einfach nur für Surfer benutzen. Das werden wir nicht großartig für Kämpfe benutzen. Da habe ich anderes im Sinn. Von daher. Ich bin durch den Tunnel gegangen. Aber ich habe noch viel Energie übrig. Das ist wie ein Feuerspucker, oder? Nein, ein Wanderer. Ach, keine Ahnung. Ich sehe da überall keinen Unterschied. Egal, ich will jetzt mal was ausprobieren. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Lebensschelle. Gegen Gestein. Ja, sehr schön. Aber es ist ziemlich schwach, muss ich gerade sagen. Oh, das ist mies. Steinwurf? Das ist übel. Das ist richtig übel. Oh, Lehmschelle ist cool. Also Genauigkeit versiegen und Schaden machen, das ist genial. Das ist echt eine nette Idee. Oh, was ist das denn? Zieht euch das mal rein. Was soll das denn sein? Ach komm schon, das ist doch ein Witz. Lehmschelle. Genauigkeit sinkt. Nein, ihr trifft einen Fußkick. Mist. Egal, nochmal Lehmschelle. Genauigkeit sinkt. Warum triffst du denn immer noch? Was soll denn das? Egal, wir nehmen unsere Bäre ein. Nochmal Lebensschelle. Wieder die Genauigkeit sinkt. Ha, jetzt triffst du nicht mehr, wa? Jetzt kannst du mal sehen. Jetzt triffst du gar nichts mehr. Haha. Sternschauer. Juhu, wir sind Level 18 mit Iglava. Geil. Wanderer Tom wurde besiegt. Wow, du hast mehr Mumm als ich. Guten Abend, Selena. Ich, Greg, bist du wach? Wachsen deine Pokémon? Meine Pokémon wachsen mir zu schnell. Es ist überwältigend. Raupi wächst besonders schnell. Ich denke, es wird stark. Yo, wir haben ein wildes Knuffenzer mit nur einem Schlag besiegt. Es ging so hart zu Boden, dass ich fast schon Mitleid hatte. Bis später. Kann man Nummern wieder löschen? Bitte, Pokécom. Handynummern. Der. Löschen. Ja. Bitte. Das ist ja grausam. Der quatscht ja noch schlimmer als irgendwie so ein kleines Kind. Gott. Egal. Es ist gefährlich, da hineinzugehen. Deshalb stehe ich hier Wache. Bin ich nicht ein barmherziger Samariter? Der Fleckmannbrunnen ist doch bekannt als Regenmacherquelle. Diese Leute glauben, dass es Genen eines Fleckmons Regen erzeugt. Laut den Aufzeichnungen soll das Genen eines Fleckmons vor 400 Jahren eine Dürre beendet haben. Das steht alles auf dem Schild? In Japanisch oder was? Oh mein Gott. Alle Fleckmon sind aus der Stadt verschwunden. Ich hörte, dass ihre Ruten verkauft werden. Wie kannibalisch. Also erstmal ins Pokémon Center. Guten Abend, du bist spät dran. Wie jetzt? Haben wir einen Termin? Nicht, dass ich wüsste. Also, heile einfach meine Pokémon und gut ist. Hey du. Weißt du über die Aprikokusbären Bescheid? Brich eine auf, höhle sie aus, verbinde sie mit einer speziellen Vorrichtung. Dann kannst du Pokémon damit fangen. Vor der Erfindung von Pokébällen hat jeder Aprikokos verwendet. Okay. Auf PC können bis 20 Pokémon pro Box gelagert werden. Cool, spätestens 30. Beherrschen deine Pokémon VM-Attacken? Diese Attacken können auch eingesetzt werden, wenn deine Pokémon besiegt worden ist. Cool. Also, dann die Standardforschung im nächsten Tag.